Wir starten gleich mit unseren Hauswespen. Was sind das? Ja, man sagt jetzt Hausfeldwespen. Früher waren es französische Feldwespen oder gallische Wespen, aber sie haben sie umbenannt. Also deutsche? Gallien. Gallien, ja. Ah, hier sehen wir, das ist das erste Nest im ersten Jahr, das sie bei uns gebaut haben. Wir sehen sehr schön, wie es angemacht ist mit drei Säulen. Und hier schon das zweite Jahr, das zweite Nest. Also sie sind bei uns jetzt Dauergäste und sind bei uns auch willkommen. Hier sehen wir die eine Wespe, wie sie das Gerüst, die Waben macht. Ja, sie benutzen Pflanzenfasern und verwittertes Holz, das sie abschaben und nachher mit dem Speichel vermischen. Und das gibt so einen pergamentartigen Baustoff. Und der ist sehr leicht. Wirklich sehr leicht. Ja. Wenn wir nehmen die Nester ab Ende Jahr, wenn sie verlassen sind. Und sie sind wirklich sehr weich. Das ist wieder das erste Nest. Und hier sehen wir, es war ein heißer Tag. Und die eine Wespe wurde delegiert, um zu kühlen. Das heißt, sie muss fendillieren mit ihren Flügeln. Und da kommt jemand, da muss man wieder pausieren. Und danach wird gleich wieder in verschiedenen Positionen wird fendilliert. Hier sehen wir, wie sie sich festhalten muss, damit sie nicht davonfliegt. Die Luft muss da richtig schön zirkulieren. Und das macht sie mit dem Fuß. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ich denke, das hat eine Bedeutung. Das heißt, ich habe Hunger, ich brauche Energie, um zu ventilieren. Und es ist eine Wespe gekommen, die hat Baustoff, also nichts zum Fressen. Ja, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Hunger, 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 Energie. Sonst fällt der Ventilator aus, wieder einer mit Baustoff. Aber sie macht weiter. Ja. Ganz toll, wie sie das macht. Auch verschiedene Flügelarten. Ah, jetzt kommt einer mit Futter. Ja. So. Das ist natürlich wichtig, weil sie muss weiter ventilieren hier. Und diese zwei, das ist auch interessant, sie haben ein Insekt gefunden, haben es zerlegt, gefressen und wieder hervorgewürgt, so wie es aussieht, ja. Und einen Ballen gemacht. Mit dem Speichel zusammen, ja. Ja, genau. Und diesen dann zum Nest gebracht, der ganze Ballen. Und jetzt muss er wieder gefressen werden, damit es eine Flüssigkeit gibt mit dem Speichel. Und damit füttern sie jetzt ihre Jungen, die Larven. Ja. So, da hat einer Hunger, der wird gefüttert. Diesen Ballen können sie natürlich nicht im Magen transportieren, der wäre zu groß. Also ja, das ist ein effizientes Vorgehen, wenn sie den Ballen anfertigen und dann mit zum Austragen, also zur Wabe tragen. Und das sind die Jungen. Schon ganz viele. Schon enorm viele, ja. Alle schauen da sehr zufrieden nach oben. Ja, sie werden auch gut gepflegt. Ja. Und dann wird immer wieder gefragt, hast du Hunger? Ob die irgendetwas erzählen da in der Wabe? Es gibt auch immer ganz verschiedene Entwicklungsstadien in diesem Nest. Diese zwei warten, bis ein Junge sagt, ich habe Hunger. Also sie haben noch Nahrung in ihrem Magen, die zwei Erwachsenen. Und jetzt warten sie einfach, um das dann weiterzugeben. Und hier ein Junior.
sieht schon speziell aus. Ja, aber irgendwie auch zufrieden, denke ich. Oder? Etwas glitschig. Diese zwei hier, das ist auch sehr interessant, die eine erzählt der anderen gerade, wo es Futter gibt. Ich denke, die bestimmt die Tätschelbewegungen sagen der anderen Wespe die Richtung und die Distanz. Ja, ja, ja. Hier ein Zeitraffer. Deshalb sind sie etwas schneller. Der Kleine hier unten, der ist bereit für die Metamorphose. Und jetzt macht er einen Deckel oben drauf. Also nicht die Erwachsenen machen den Deckel, sondern das Kind, das Baby macht den Deckel oben drauf. Ja, er verschließt die Wabe. Ja. Jetzt muss er auch nicht mehr gefüttert werden. Und das ist jetzt für alle klar. Jetzt wird er sich verpuppen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauert. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja, und wir haben das zwar beobachtet, stundenlang, tagelang, ja. Aber wir haben das nicht herausgefunden. Also wir haben es trotzdem immer verpasst. Mhm. Ja, hier wieder Zeitraffer. Er macht die Kuppel obendrauf ziemlich dicht, wie man auch nebenan sieht. Hier sind schon ganz viele bereit für ihre Umwandlung, ihre Metamorphose. Die Larve links, man sieht, da geschieht schon etwas. Es ist dunkelgelb, also die Umwandlung ist da voll im Gange. Und es gibt einige, die haben Löcher. Ja, das ist kurz bevor sie schlüpfen, denke ich, weil sie mehr Sauerstoff brauchen. Ja, das kann sein. Also die Kuppel ist offenbar relativ dicht. Und was wir auch beobachtet haben, hier ist eine schon recht weit fortgeschritten. Man sieht schon Fühler und die gelbe Körperbemalung, ja, oder Färbung. Schon recht weit. Was wir beobachtet haben, die Erwachsenen kommen immer wieder zur Wabe und legen einen Fuß oben drauf. Und ich weiß nicht, ob sie die Erschütterung, also eine Vibration wahrnehmen, so wie hier jetzt. Er schaut einfach nach, ist alles in Ordnung, gibt es da drin Leben? Und wenn ja, dann geht man weiter zum nächsten. Auch hier schaut sie wieder, ist alles gut? Sind es Vibrationen oder elektromagnetische Wellen? Das wäre noch interessant festzustellen. Aber sie prüfen das hier auch, sehen wir das gut. Sie prüft, ob da noch Leben drin ist. Wenn nicht, würden sie die Wabe öffnen, das tote Junge herausnehmen und ein neues Ei hineinlegen. Ja, und sie würden sie fressen. Ja, sie würden die Larve fressen, also Wiederverwertung. Da gibt es nichts von Sentimentalität. Nein. Das ist Effizienz einfach. Ja. Etwas Zeitraffer. Da wird immer wieder nachgeschaut. Geht es dem Jungen gut? Hat es Hunger? Und hier, diese links mit dem Loch, wir sehen, die ist jetzt bereit, um ihre Wabe zu verlassen. Also jetzt bricht sie den Deckel auf. Er wird am Rand losgekniffen. Abgesägt oder keine Ahnung, wie sie das macht.
aber sie will das öffnen. Und dort hat es sogar schon ein Ei obendrauf, ja, auf dem Deckel. Und jetzt, sie hat es nicht ganz alleine geschafft, es kommt eine Erwachsene ihr zu Hilfe. Sie hat den Deckel jetzt ganz entfernt, um dem Frischling, der neuen Wespe, das Aussteigen zu erleichtern. Ja, der Deckel ist jetzt hochgeklappt und jetzt kann die Kleine herauskriechen. Ja, die fertige Wespe. Die fertige Wespe, ja. Sie ist erwachsen. Ja. Schon verrückt. Ja, ist unglaublich. Ja, es macht etwas Mühe. Das ist klar, so neu geboren, oder? Ja, und ich denke, sie muss sich noch trocknen. Und, ja. So. Sie fängt sofort an, sich zu putzen. Ja, ja, die Augen zuerst. Vielleicht, sie hat ja in der Dunkelheit mehr oder weniger gelebt, also so im Halbschatten. Und vielleicht ist es das Sonnenlicht etwas grell. Ja, sie reinigt sich, bewegt alle Glieder. Und es ist schon eine neue Wespe. Mhm. Diese hier, sie legt gerade ein Ei in eine leer gewordene Wabe. Also das würde heißen, es ist eine Königin. Ja. Die sind etwa 18 mm und die anderen sind ein bisschen kleiner, bis 15. Also. So einfach so kann man die Unterschiede nicht sehen. Ja. So, das war's für heute. Bis später. Bis dann.